Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast. Und um der Klimawarnung etwas entgegenzusteuern, schmeißt mich der gute Tom Ade heute ins kalte Wasser, denn wir gucken. Ja, was zum Teufel gucken wir eigentlich? Ja, hallo Arti. Gut, dass du sagst. Also für dich ist es jetzt so ein bisschen eine Überraschungsepisode, weil ich habe hier ein paar Clips rausgesucht. Und zwar, was wir schauen, wir widmen uns generell so dem großen Thema, ich sag mal, linker Propaganda in Kindersendungen. Also linke Oh. Propaganda, die an Kinder gerichtet ist. Also Ich bin Frühindoktrination. Geil. Frühindoktrination, genau. Also wirklich Sachen, die sich speziell an die Kinder richten. Also oftmals hast du ja so, dass naja, oftmals bist du ja auch in diesem Zwischenbereich. Ich meine, wir alle kennen ja zum Beispiel, Julian ist eine Meerjungfrau, was die Ketzerkirche und Schlomo und so weiter schon gerne vorgestellt haben. Aber das ist ja immer so ein bisschen in diesem Zwischenbereich, weil es sich auch, klar, es soll Kindern vorgelesen werden, aber ich habe immer das Gefühl, es richtet sich auch an die Erwachsenen, an die Erzieher, dass die eine bestimmte Message weitertragen. Und das sind jetzt hier Sachen, die ich rausgesucht habe, die Kinder sich wirklich von selber anschauen, wenn die allein vor der Glotze gelassen werden, wenn die den Fernseher anmachen, weißt du? Und das ist ja gar nicht mal so selten. Also ich sehe das jetzt auch ganz oft in der Straßenbahn, dass diese ganz jungen Kinder schon so ein Tablet in die Hand gedrückt kriegen, um abgelenkt zu sein, und dann gucken die da irgendwas. Ja, genau. Und das Ding ist Und ja, als Elternteil, man kann einfach gar nicht alles überprüfen. Dafür hat man einfach gar nicht die Zeit. Und da sagt man halt, ja, ich nehme jetzt hier die Kindersendung X auf Netflix, die sieht ganz lustig aus. Und die schaut dann das Kind. Aber was da so richtig passiert, weiß man halt nicht immer. Und ja, wir kommen jetzt zu einigen interessanten Fällen. Also ist teilweise ein bisschen krass, okay. muss ich echt sagen. Also bei der Recherche, ich musste viel lachen, aber ich war auch ein bisschen geschockt. Es ist halt auch sehr bequem, dass man das jetzt so überall verfügbar hat. Also dadurch kriegt halt die Mutter oder der Vater Chance, für sich mal Zeit zu haben, was immer das auch Ja, ich heißt will dann das in jetzt dem gar nicht so Kontext, ne? verteufeln, weil ich habe ja selber keine Kinder und weiß nicht, wie das da ist oder wie ich es handhaben würde. Ja, aber ich verstehe deinen Einwand natürlich, klar. Ja, dann nimm halt alte Serien, die sind noch nicht so verseucht. Würde ich jetzt Okay. erstmal so Ist halt die in Raum Frage, ob das werfen. die Kinder dann so anspricht, alte Serien. Wenn die halt auch Neueres gewohnt sind, wenn die schon mal eine 3D-animierte Serie gesehen haben oder so. Ob es dann noch die Biene Maya aus den 60ern reißt, weiß ich nicht. Ich glaube, als Kind ist dir das ehrlich gesagt wurscht. Hauptsache, es ist bunt und irgendwie Kann sein. interessant. Ja. Okay. Aber gut, mal schauen, was wir jetzt hier dargeboten kriegen. Steigen wir Genau. direkt rein mit. Ja, bist du jetzt in im Browser und siehst Ja. alles? Ich glaube, Genau, du dann musst kann ich sogar mal. zurückspulen, oder? Ich bin schon zurückgespult. Okay, dann drücken wir Play, bitte. Genau, dann drück mal Play und wie immer, wenn du was sagen willst, mach einfach Pause und dann hau Ja. raus. Also, du siehst auch schon das erste Bild und du hast ja sogar Untertitel, was die hier sagen. Das ist schon mal sehr gut. Is Fred Ja. a she or a he? Okay, also das ist hier so ein bisschen das Thema. Is Fred a she or a he? I don't know. They're just afraid. Everything okay, Fred? Well, the last time I saw my grandma, I used a different name and pronouns. Now grandma doesn't know I've changed. She still thinks I'm her granddaughter instead of her grand Fred. I need to tell you. Really? But it's time to start. I know, but this can't wait any longer. If I'm going to lead the herd, I want to do it as myself. After all, you always say to lead with your heart, right? Well, my heart says that the way I feel most myself is to go by the name Fred. That's because I'm non-binary. Das ist so ein Gott. Was sind wir sehend? Ist das eigentlich so ein Wortspiel mit Fred und Afraid, also im Sinne von afraid, so? nee, das ist, Dass denke ich, einfach sein Name. er Angst hat, sich zu outen? Ist das so ein Meta-Ding? Nee. Nee, es Aber ist einfach kurz nur zu Fred. diesem Ding Fred, also ich habe jetzt noch mal kurz recherchiert. In dieser Serie wird er tatsächlich von der ersten Folge an mit so They-Them-Pronomen angesprochen. Wisst ihr? Der ist halt immer so non-binär. Und in der Folge jetzt hier, wir kriegen es ja schon mit, wir können jetzt gerne noch weiterschauen. Das ist so die Outing-Folge. Hier outet der sich. Er ist jetzt tatsächlich keine Tochter mehr, so hat er es vor uns gesagt, sondern er ist jetzt ein Junge. Ich glaube, so rum war es.
Aber wir schauen einfach mal den Clip noch zu Ende. Mit Daydem-Pronomen. Ja, genau. Also es ist richtig schön, die Neopronomen hier aus dem Arsch gezogen. Geil. Das ist krass. Und ja, okay. Wir machen erst mal weiter. Dann wie heißt denn die tolle Serie direkt? Ach so, die Serie heißt Ridley Jones. Und die wurde seit 2021 auf Netflix ausgestrahlt. Und hat jetzt immerhin 5 Staffeln gehabt. Die 5. Staffel war jetzt die letzte. Und daher stammt auch diese Folge, dieser Zusammenschnitt. Kommt aus der 5. Staffel und die Autorin dieser Sendung ist natürlich eine Lesbe. Also sie ist ja auch irgendwo LGBT. Wie, sie ist nur eine Lesbe? Irgendwas. Ich sagte nicht nur eine Lesbe, sondern sie ist natürlich eine Lesbe. Ach so. Also das ist ja schon ein bisschen wenig heutzutage. Da geht doch noch was. Da geht noch was. Aber du siehst ja, sie hat sich offensichtlich gut angebietet mit dieser Sendung. Ja. Lass uns mal noch den Rest schauen. Es wird noch, glaube ich, absurder. And Fred is the name that fits me best. And I also use they and them because calling me a she or a he doesn't feel right to me. Oh, I didn't know that. No wonder you've been struggling. How could you lead the herd without being yourself? Oh, I'm sorry I used the wrong name and pronouns. Hi, I'm Nadine, a sex educator. And I'm Eva. Sind wir jetzt schon im nächsten Clip oder gehört das noch dazu? Das ist ja hier ein Zusammenschnitt von einem anderen YouTube-Kanal. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, woher das jetzt ist. Wie lange geht das gerade? Das geht noch, ach du siehst es gar nicht, 40 Sekunden. Das ist wieder dieser Bug hier in dem. Ah, okay. Dann machen wir das mal kurz noch zu Ende. Ich glaube, der hat hier noch was anderes Lustiges reingeschnitten. Okay. I use the pronouns she and her because I'm a woman and was when I was raised to be a girl. Gender is how you feel on the inside about whether you're a boy or a girl, a man or a woman. If you're non-binary, feel like neither or both. People can also die gucken auch gar nicht verwirrt oder so, ne? Like ja, ist krass. Like male, based on a different day or time. It's really die armen Kinder, ist meine. Everyone born with a vulva is a girl, true or false? Or identifies as a girl. Not everybody is sure, and that makes sense. But our genitals actually don't determine our gender. So krass. Okay, können wir die jetzt bitte rausschmeißen? Ja, der Clip ist jetzt auch zu Ende. Aber ich wollte hier nochmal kurz einblenden. Mich hat hier interessiert, wer jetzt hier True hochhält. Also für hier, der Giga-Chat im Vordergrund. Also das ist der Giga-Chat-Junge hier. Und der andere Junge hatte auch hinten das T oben. Warte, ich gucke. Ja, guck mal, das Mädchen hinten, das hat, glaube ich, das ist ein T. Force, ach nee, ein grünes F für Force, das sie. Der Junge hat auch Force. Aber das Mädel hinter ihm ist auch schon Mädel, ne? Genau, ja. Die macht auch True. Ist halt ein bisschen komisch hier, dass True teilweise rot ist, teilweise grün. Und ja, weil rot die Signalfarbe ist für falsch und die stellen die Fragen immer so, dass die wahre Antwort falsch ist. Also, Bei anderen Kindern war ja das T nämlich grün. Ach so, sicher? Ja, ganz sicher. Zum Beispiel bei dem Giga-Chat war das. Ich oute mich mal, dass ich eine Rot-Grün-Schwäche habe. Kannst du aber zurück? Ach so! Habe ich jetzt gar nicht so. Ach, das wusste ich, dass ich gar nicht. Ja, hier, der Giga-Chat, der hat ein grünes. Warte. Meine Meinung nach. Ja, das stimmt, ist ein grünes hast recht, okay. Das erkennst du noch, okay? Lustig, ja, klar. Lustig. Ich dachte jetzt, ich hätte das jetzt verwischt oder so, aber nee, okay. Okay. Ja, gut. Wo das jetzt her ist, weiß ich leider gar nicht. Aber ja, ist natürlich auch sehr verwirrend für die Dinge. Ich meine, schau dir das linke Mädel da an. Ja, die guckt jetzt, ein bisschen verloren, die, ne? Die guckt, ja, richtig, was soll der Scheiß? So, Ja. Warte, mal sehen, was können wir nicht wieder irgendwas Tolles lernen? Ja, man hat es leider gar nicht gesehen. Aber der absolute Hit, finde ich, ist natürlich hier dieser Teil gewesen, dieser erste Teil hier mit dem, ich springe nochmal dahin, ja hier, mit diesem Bison-Fred. Ich hatte es sogar falsch gesagt, es geht gar nicht in der Folge ja gar nicht darum, dass er sich outet als trans oder so, sondern eben, dass er halt diese Pronomen hat, he, they, them oder irgendwas. Aber es ist, jetzt bloß nochmal für mich zur Klarstellung, seine Pronomen sind they, them, nicht they, them, also es sind noch nicht ganz die Neopronomen, richtig? Hä? Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Das war jetzt nur unterschiedliche Aussprache, oder? Oder was meinst du? Du schreibst das da noch, also das they, them schreibst du mit du. D-E-Y tatsächlich. Ach so, nee, er meinte mit TH. Also so stand es ja, hier auch so. In den Untertiteln. Ja, also ist noch hier, nicht, noch I, nicht, I, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du es hier siehst. I also use they and them because calling me a she or a he doesn't feel right to me. Also es ist noch nicht ganz degeneriert immerhin.
Ja, also es ist nur 95% die Katharina hat und eine 100, also alles schön. Ja, alles im grünen Bereich. Der Clip hat mich wirklich erschrocken, weil diese ganze Aufmachung von der Sendung, ich meine, sind wir ehrlich, an wen ist diese Sendung gerichtet? Vielleicht an 3-4-Jährige, wisst ihr? Also ich hätte das so für Vorschulkinder noch eingeordnet, einfach von dem Animationsstil. Und dann kommen die hier mit solchen Themen, also mit absoluter Verwirrung, wie du sagst, das ist so verwirrend für die Kinder, also ich finde es krass. Das Einzige, was ich wirklich gut finde, ist, dass diese Ideologen zu blöd sind, in der Hinsicht, dass sie übers Ziel hinausschießen. Also der nächste Satz war doch irgendwas mit, oh je, da habe ich wohl die falschen Pronomen benutzt oder irgend sowas. Ja, genau. Das versteht die Zielgruppe absolut nicht. Die ist bei diesem Untertitel hier, der da ist, schon völlig raus. Also da schalten die ab und da werden die das zum Glück nicht verinnerlichen. Ja, das weiß ich nicht. So ein bisschen ein Funken bleibt ja immer da. Also zumindest, dass man schon mal davon gehört hat. Also dieser Samen, der wird dann schon früh gepflanzt. Dass man weiß, warte, da war doch hier irgendwas mit diesem Bison. Und vor allem dieses Bison, ich hatte es dir gesagt, also ich hatte es recherchiert, das wird die ganze Sendung hinweg mit Day and Damn angesprochen. Und das kriegst du ja dann schon mit. Achso, ich dachte erst nach dem Outing. Ja, nach dem Outing läuft ja die... Ich hab's eine ganz, vielleicht habe ich mich verlesen, aber auf jeden Fall sollte das über mehrere Folgen dann, glaube ich, sogar sein. Zumindest nach dem Outing hier noch mehrere Folgen, dass es dann mit Day und Damn angesprochen wird. Ja, genau, ich lese gerade, das ist noch nämlich die, aus die Schnipp-Schnapp-Folge, oder? Season 5. Nee, die gibt's nicht. Also das ist jetzt hier aus Staffel 5, Season 8 und die, diese Sendung, die muss da ein paar mehr haben. Ridley Jones, Season 5, kann ich mal ganz schnell gucken. Episodes... 15. Also, weißt du, noch 7 Folgen danach wird dieses Bison halt mit Day Damn angesprochen. Von allen anderen. Die übernehmen das halt so. Und ja. Und was passiert danach? Mit dem Bison? Ja, also ist dann das neue Pronomen Schlachthof oder ist die Staffel da zu Ende? Entschuldigung. Ich hab gar keine Ahnung. Also, ich weiß nicht mal so richtig, worum es in der Serie geht. Ich habe jetzt hier nur gelesen, es gänge wohl, also diese Ridley Jones, die da hinten in einem Astronautenanzug ist, die wohnt wohl irgendwie in einem magischen Museum und erlebt dann verschiedene Abenteuer. Mein Fehler übrigens, Ridley Jones ist nicht die in einem Astronautenanzug, sondern rechts daneben, die mit der lila Weste und dem Hut. Genau, das ist wohl die Hauptfigur und die ist halt befreundet mit diesem Bison. Fred, dem Bison. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie Dora the Explorer, auch wenn ich das nie wirklich gesehen habe. Ja, absolut, absolut, genau, ja. Die stimmt. Die hat so ein bisschen was. Ja. Also, die hat sich sozusagen selber in die Serie reingebracht. Oder? Habe ich das falsch verstanden? Wer hat sich. Nee, du meinst die Autorin, die Lesbe? Hieß die nicht auch so? Nee. Ach, nein, Quatsch, wie kommst du denn jetzt darauf? Okay, dann habe ich den Namen falsch gemerkt. Okay. Chris Nee heißt die. Ich habe den Namen gar nicht gesagt. Ja, die Autorin heißt Chris Nee. Und ja, die hat wahrscheinlich sich das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Ja, wenn ich auf Netflix eine Serie mache für Kinder, dann tue ich denen auch ein bisschen Toleranz und Vielfalt und so beibringen. Ein bisschen, ja. Also der Clip hier, der ist schon wirklich sehr befremdlich. Also der Clip ist krass. Ja 250% Toleranz und Vielfalt. Ja, das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Gut. Auch interessant, dass diese Kinderserien so völlig ohne Gegenpart auskommen. Ja, also es stimmt, diese Mutter, ich glaube, es ist die Großmutter hier sogar, die wird übrigens gesprochen, das habe ich gelesen, von Cyndi Lauper. Ich kenne es vielleicht von Girls Just Wanna Have Fun. So eine Sängerin aus den 80ern. Kann, ja. Deswegen hat die auch dieses Haarband. Weil es in die Laufe sowas ja auch aufgetragen hat. Süße Details. Süße Details. Genau, was ich sagen wollte, genau, diese hier von Cyndi Lauper gesprochene Figur, die Oma, die hat das ja einfach so übernommen. Ach so, ja, gut, dass du mir das sagst. Ich wusste ja nicht, dass die Pronomen she oder he oder irgendwas für dich falsch sind. Und jetzt spreche ich dich so und so an. Also natürlich auch ohne Konflikt, völlig verständnisvoll, kommt dein Kind halt an. Ich meine, das Links ist offensichtlich ein Kind und sagt halt, ja, ich bin jetzt Day-Dem. Dann hast du als Elternteil zu sagen, okay. Okay, Day, rauf auf dein Zimmer. Oh Gott. Ja, also ich versuche mich gerade so an meine Kinderserien zu erinnern. Und da gab es halt immer irgendeinen Antagonisten. Selbst in den ganz kleinen, ganz kindischen Serien. Ich frage mich dann immer, wie diese Leute
mit dem richtigen Leben klarkommen wollen, wenn die immer so eine in Watte gepackte Realität präsentiert kriegen. Ja, da muss ich jetzt dazu sagen, ob es jetzt hier auch noch einen großen Bösewicht gibt von Whitley Jones, wissen wir ja nicht. Wir haben ja die Serie nicht gesehen. Ich denke mal schon, da wird es irgendwo noch einen Villain geben, irgendeine böse Figur. Ja, stimmt. Was aber in dem Plot hier, ja, war es jetzt tatsächlich so, oh ja, okay, du bist der, denn alles klar. Läuft. Bösewicht, du hast mich misgendert. Ja, genau. Genau, das ist wahrscheinlich der harte Bösewicht, der misgendert alle. Mhm. So ein Vamp-Verschnitt vielleicht oder irgendwas. Fred, du bist eine S. Ja, da fällt mir auch gerade noch ein guter Clip ein, den ich jetzt hier leider noch nicht habe, mit einem Trump-Verschnitt aus dem Kinderfilm. Schreibe ich mir schnell auf. Was ich fragen wollte, ob du bereit bist für den nächsten Clip. Oder hast du noch hier was zu sagen? Na, war jetzt diese Schulklassengeschichte schon durch, oder was da jetzt im Anschluss kam? Ach so, ja, das war dann das Ende des Clips, genau. Ach so, ich dachte, wo das jetzt her ist, kann ich, wie gesagt, nicht sagen. Das ist jetzt hier von dem YouTube-Kanal so zusammengeschnitten worden. Ja, es ist super divers. Also, da mache ich mir wirklich Sorgen, wenn dann die Kinder so in der Grundschule schon sowas eingetrichtert kriegen. Da hast ja. Ja, wie alt schätzt du denn die Kinder? Tja, schwierig. Ich schätze die gar nicht so jung. Dritte, vierte Klasse, so die Ecke. Ja. Also so. Ich hätte vielleicht sogar als fünfte gesagt, so elf. Aber klar, so 10, 11, ja, kann schon sein. Also die links, die das weiße Mädchen da, die wirkt irgendwie schon relativ groß für mich. Ja, da gibt es immer so die Ausreißer, ne? Das ist immer ja, super ist klar, schwierig. Ist auch schwierig. Also ich tue mich da immer ganz schwer mit Kindern einschätzen. Aber der Punkt ist, als man selber 10 oder 11 Jahre alt war, da hat man von Tuten und Blasen gar keine Ahnung gehabt. Ja, und vor allem bist du super empfänglich, was es angeht, vor allem schulische Bildung, also und Lehrkräfte. Du willst ja den Erwachsenen als Kind eigentlich immer gefallen. Mhm. Also klar, mit der Pubertät verkehrt sich das dann ins Gegenteil, aber bis dahin willst du natürlich alles richtig machen. Und wenn dann halt die Leute hier ankommen und dir das so erklären, tust du das sehr ungefragt aufnehmen und dann auch so wiedergeben. Kannst du vielleicht nochmal hier so ein paar Sekunden zurückgehen und dann abspielen? Mir ist gerade hier eine Sache aufgefallen. Ein paar Sekunden nur, dann machen wir mal hier so. If you're non-binary, feel like neither or both. People can also be fluid, feel more like female, more like male, based on a different day or time. It's really individual. Absolutely. Everyone born with a vulva is a girl. True or false? Okay. Also. Oh, du hast Pause gemacht, ja. Ja, ich hab mal den Knopf gefunden, ja. Ganz ehrlich. Ich hoffe, es war bei dir ähnlich, aber wenn da jetzt jemand Vulva gesagt hätte in dem Alter, alle hätten losgekichert. Ja, erstmal das und ich muss... deswegen sehr, sehr geschauspielert hier die ganze Geschichte. Ja, und vor allem muss ich sagen, also gut, das ist vielleicht ein deutsches Ding, aber den Begriff Vulva, den habe ich so erst seit, also vielleicht erst seit 5 oder 10 Jahren gehört. Ich habe sonst immer nur Vagina benutzt oder gehört. Und in der Schule hieß es damals sogar noch Scheide. Also ja. Den Begriff Vulva halte ich... Ich weiß nicht, der kommt mir auch irgendwie so neumodisch vor. Also das ist auch so ein Feministending. Habe ich das Gefühl, dass sie den mehr so einbringen. Könnte halt ist jetzt nur ein Gefühl. Im englischen Sprachraum so sein, dass sie das da eher sagen. Ne? Genau, deswegen von meiner Seite ist nur ein Gefühl. Aber so als Deutscher, dieser Vulva-Begriff, der ist mir wirklich erst so im Zuge dieser ganzen Feminismus-Thematik gekommen. Also so ja. Im Biologieunterricht war es immer Vagina oder Scheide. Team Scheide anwesend, ja. Okay. Also ich denke, die haben das hier sehr, sehr geübt. Das ist hier nichts wirklich... Kann sein, klar. Organisches. Ja. Gut, bereit für das nächste. Ja, gerne. Weg von dem Fred. Jetzt, genau. So, jetzt gehen wir hier hin. Jetzt haben wir was Schönes vom Disney. Okay, also sowas läuft, deswegen auch für die Eltern vielleicht, sowas läuft auf Disney Plus jetzt zum Beispiel. Das ist eine Serie aus Disney Plus. Können wir zurück zu Fred gehen? Bitte? Nein, ich sehe hier den Artstyle und bin schon raus. Oh Gott. Ja. Ewebs Middle School. Take a listen. This
country was built on slavery, which means slaves built this country. Tilled this land from sea to sea to sea. First it was rice, tobacco, sugar cane. Then Whitney did his thing and cotton became king. And we were its soldiers, 4 million strong, fighting for America's freedoms, even though we remained America's slaves. Built this country. The descendants of slaves continue to build it. Slaves built this country. And we, the descendants of slaves in America, have earned reparations for their suffering. And continue to earn reparations every moment we spend submerged in the systemic prejudice, racism, and white supremacy that America was founded with and still has not atoned for. Slaves built this country. Not only field hands, but carpenters, masons, blacksmiths, musicians, inventors built cities from Jamestown to New Orleans, Savannah, Washington. 40 acres and a mule. We'll take the 40 acres, keep the mule. We made your families rich. From the southern plantation heirs to the northern bankers to the New England ship owners, the founding fathers, former presidents, current senators, the Illuminati, the New World Order. Slaves built this country. Wait, what? ich glaub, okay. Der Charakter, das soll so ein Gag sein, der ist wahrscheinlich irgendwie ein bisschen verschwörungsmäßig unterwegs. Immerhin eine weiße Frau da irgendwie, die natürlich völlig diesen Schuldkomplex hat. Ja, genau. Und achte mal auf die Szene, die sagen jetzt zum Beispiel alle was. Die sagen, wir als Nachfahren irgendwas wurden versklavt. Und sie sagt natürlich nichts, weißt du, sie ist nur der Ally, der da rumsteht. Achte mal hier kurz so. Hast du gesehen? Ja, ja, was klar. We made your families rich. Also wir Sklaven, ja. Genau, wir haben euch reich gemacht. Ja, für die Weise gilt das natürlich nicht. Die hat uns nicht reich gemacht. Ja gut, es ist ja logisch, dass sie da Schnauze hält. Ist klar. Ja, schauen wir noch zu Ende, weil so lang ist es nicht mehr. Slaves built this country. We had Tubman, Turner, Frederick D. Then they say Lincoln freed slaves. But slaves were men. And women. And only we can free ourselves. Emancipation is not freedom. Jim Crow, segregation, redlining, public schools, feeding private prisons, where we become slaves again. As we celebrate Juneteenth for the umpteenth time, our account is still outstanding. Cause this country was built on slavery, which means slaves built this country. And we demand our 40 acres and a mule. Drop that. You can keep the mule. Keep the 40. We're taking our freedom. Stunning and brave. Yeah. Hast du es gerade gesehen? Nee, warte. Ich gehe noch kurz zurück. Es war ein bisschen zu weit. So, jetzt. Kennst du dieses Rapper-Meme? Ja, so. Oh. Ja, ist klar. Alle, das war die Zeile des Todes. Alter, dieser Clip ist so ziemlich das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Also, Alter, das ist krass. Diese vier schwarzen Kinder da. Also, alles an diesem Clip, das ist so drüber. Das ist einfach so drüber. Erstmal diese ganze Trommelmusik. Also, das ist halt alles so auf Klischee-afrikanisch gemacht, dass es mir fast peinlich ist. Also, ich frage mich, wenn das ein Schwarzer sieht in den USA, ob ich weiß nicht, steht man da dahinter und sagt, oh, das ist cool? Oder ist eben das fast ein bisschen peinlich? Also. Ja, was heißt afrikanisch? Riesiger Kontinent, ne? Nee, erstmal dieses Trommeln und dann auch dieser ganze Tonfall, dieser ganze Duktus schon. Weißt du, was ich meine? Das, ja, es ist vor allem halt diese. Diese Blonde hier vorne, so dieser sassy schwarze Ton, oh, das ist so krass, wirklich. Es wurden halt auch so, das war so ein richtiges Schlagwort-Bombardement letzten Endes. Ja, Juneteenth und genau, was war es, 40 Acres and a Mule? Ja. Ja, vor allem da wollte ich nochmal ansprechen, das habe ich jetzt so fast begriffen wie eine Reparationsforderung. Weißt du? We want the 40 acres and the mule. Gut, aber dann haben sie ja gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir wollen einfach nur unsere Freedom, unsere Freiheit. Ja, das war wahrscheinlich so eine Forderung von früher, aber jetzt sind wir ja weiter oder sowas. Also. Genau, jetzt reicht die Freiheit, die Schwarze natürlich noch nicht haben. Also, das ist krass. Also, eigentlich müsste man, ich springe mal nochmal durch, ob wir vielleicht einzelne Sachen nochmal sezieren wollen im Einzelnen. Ja, das bietet sich vielleicht an, aber. Weil das ist wirklich. Also das hat Stoff, sag ich mal. Und wie gesagt, sowas läuft auf Disney Plus. So von Sea to Sea, genau. Ah, hier, genau, haben die Schwarzen gepflückt, so. Country was built on slaves, bla bla. Also man muss vielleicht. Ach Gott, wo will man denn hier anfangen? Ich fand das so viel war hier falsch oder. Ah, ja, gerne. Oder schief dargestellt. Ja, gut, fangen wir hier mit dem Sklavenhandel an. Also der Sklavenhandel. Also A, gab es Sklavenhandel schon bevor.
Schwarzafrikaner da verschifft wurden. Weltweit gab es überall Sklavenhandel. Und bei der Geschichte mit diesem berühmten Sklaventreieck, also Afrika, Amerika, Europa, also sozusagen schwarze Baumwolle und ja, Sklavenhandel-Leute, die haben ja Leute vor Ort gebraucht, a.k.a. irgendwelche schwarzen, ja, Stammesfürsten, die die Leute einfangen und den weißen Captains da übergeben. Also so zu tun, als wäre das so alles so ein Weißlingswerk, lächerlich hoch 10. Und soweit ich weiß, ist dann ja auch in Amerika die Zahl der Leute, die wirklich Sklaven gehalten haben, das waren so 1-2%. Also diese Plantagenbesitzer, der normale weiße Migrant damals, der aus Europa kam, der hatte gar keine Kohle, sich irgendwelche Sklaven zu halten. Ja, auf jeden Fall. Deswegen jetzt hier, ja, wir haben euch ausgebeutet oder ihr habt uns ausgebeutet und sehe ich alles überhaupt nicht. Natürlich, ja, überhaupt nicht, würde ich es nicht sagen. Es ist eine Kackzeit gewesen, aber das jetzt so zu sagen, ja, hier, ihr Weißen seid daran schuld, Blödsinn. Ja, das ist auf jeden Fall verkürzt, aber ich muss sagen, also bei diesem ganzen Sklavending, da haben die Leute an sich schon einen Punkt, dass es ja auch damals einfach unmoralisch war. Also in Europa gab es ja auch zu dem Zeitpunkt meines Wissens keinen Sklavenhandel mehr, also 1700 irgendwas, weißt du, also zumindest von Weißen. Also dass keine Weißen versklavt wurden. Also eigentlich gab es in Europa so gut wie gar nichts, was an Sklaverei erinnert. Ja, also genau, es gab deswegen, im antiken Griechenland gab es Sklaven. Ja, aber ja, so seit Rom gefallen war, gab es Sklaven in der Form nicht. Also klar, es gab dann Feudalismus und Leibeigene oder sowas, aber direkt so Sklaven an sich, die halt völlig rechtlos waren. Das gab es eigentlich nicht mehr. Würde ich auch so sehen oder vermuten. Und deswegen fand ich es halt schon immer ein bisschen wild, dass die Amis ausgerechnet dann damit angefangen haben. Oder die Leute, die da hingegangen sind. Weißt du, dass du als weißer Typ, als reicher Typ, fährst dann nach, in die USA, machst dir eine neue Welt auf, so. Weißt du, es war ja ein ganz neuer Kontinent und alles. Baust ein neues Land und was das Erste, was du machst, ist, du nimmst ja halt von Afrika irgendwelche Menschen zum Versklaven. Das finde ich. Also klar, es ist verwerflich, absolut. Es ist aber, wie du richtig gesagt hast, natürlich eben nicht in der Größenordnung wahrscheinlich gewesen, wie die es gerne uns darstellen wollen. Also klar, die Sklaventreiber, die natürlich falsch gehandelt haben, es waren halt wenige Prozent. So der normale Bauer, Farmer, er hatte damit nichts zu tun. Da müsste man jetzt wirklich eigentlich nochmal nachforschen, warum zur Hölle ist das überhaupt in Schwung gekommen? Denn billige Arbeitskräfte gab es ja eigentlich genügend, die in Europa sozusagen gesagt haben, hier gibt es nichts für mich, ich gehe jetzt nach Amerika. Ja. Also es gab ja genügend Glücksritter. Also, wofür man die Schwarzen da entführt hat, erschließt sich mir jetzt eigentlich gar nicht so. Außer wahrscheinlich so, ich klinge jetzt wie Proletopia, um die gegeneinander auszuspielen. Okay, interessant. Ja, das ist wirklich so ein Thema, was wir jetzt natürlich in der Kürze der Zeit auch gerne hier recherchieren können nebenbei und abhandeln können. Aber da, wenn die Zuschauer was wissen, das wäre wirklich so eine Sache, wo ich auch selber aus historischer Sicht einfach gerne mehr wissen würde. Wir machen mal weiter kurz, weil die hat jetzt hier dieses Schild 4 Millionen hochgehalten. Mich interessiert das mal kurz, was sie dazu sagen. 4 Millionen strong, fighting for me. 4 Millionen Strong, also wahrscheinlich 4 Millionen Sklaven gab es mal. Das ist, ich kann halt jetzt die Bevölkerungszahl von USA insgesamt nicht sagen, aber das ist tatsächlich viel. Also das würde ich schon sagen. Ist jetzt natürlich, müssen wir mal gucken, zu welchem Zeitpunkt diese Zahl gilt, ne? Also ist klar. Oder ob das kumuliert ist, weißt du? Ob das kumuliert ist über die Jahrhunderte. Ah, das kann auch oder sein, Oder ob das zu einem Zeitpunkt 4 Millionen waren. Weil 4 Millionen wäre tatsächlich schon viel, weil du musst überlegen, die USA, die haben heute 300 Millionen Einwohner oder 330, irgendwas. So die 300. Ecke, genau, ja. Genau, und dann wäre 4 Millionen wäre schon über 1%. Und damals wären das ja sicherlich nur ein Drittel der Einwohner gewesen sein, wenn überhaupt. Und 4 Millionen von 100 Millionen zum Beispiel, das wäre schon wieder, das wären ja 4%. Ist jetzt eigentlich gar nicht so viel tatsächlich. Also klingt jetzt blöd, aber wenn ich so an Athen denke, wo 90% der Leute ja... War das so? 90% der Leute waren Sklaven? Warte, ich glaube, ich bringe es durcheinander. 90
Prozent durften nicht an diesem Demokratiekonstrukt teilnehmen. Aha, aha. Da muss ja, jetzt Frauen natürlich die Frauen noch wegnehmen. Das sind, ja. Ja, okay. Ja, so, ja es ist auf jeden Fall, 4 Millionen ist schon eine Hausnummer, sag mal so. Das ist eine ordentliche Hausnummer, ja. Ja. So, ich mach kurz weiter. Aha, also hier haben wir auch so dieses Black Lives Matter Ding, wisst ihr, da wird halt einfach mal so eingeblendet, Hands up, don't shoot. Okay. Geht's da darum? Dass, ja, natürlich um dieses Narrativ, dass Schwarze halt oft ungerechtfertigterweise von Polizisten erschossen werden würden, obwohl sie gar keine Gefahr darstellen, wisst ihr, obwohl sie halt wirklich mit leeren Handflächen dastehen, keine Bedrohung darstellen. Auch da, das so einfach gestaltet sich ja leider nicht. Also gerade bei den ganzen Fällen, die so die letzten Jahre immer mal kamen, wo irgendwelche Schwarzen erschossen wurden oder sonst wie umkamen, da gab es ja dann auch öfter mal noch Vorgeschichten. Aber gut, auch da wieder, so ein Punkt ist ja schon da, sehe ich. Also die Polizei in USA ist nun mal beschissen. Ja, so war die Statistik nicht sogar so, dass die Schwarzen anhand der Scheiße, die sie eigentlich sozusagen machen, also die Verbrechen, die sie begehen, relativ wenig über den Haufen geschossen werden? Ja, das meine ich auch. Das war doch dieser Widerspruch da. Ja, ja, das meine ich auch, dass dem so war. Aber die sind natürlich in den Medien auch krass präsent, diese Fälle. Ah gut, so, jetzt haben wir hier das nächste Bild, jetzt haben wir hier Ku Klux Klan. Das wird das Thumbnail, pass auf. Ja, ich gehe mal weiter. Auch da wieder, es ist halt wirklich alles so over the top hier. Ich mache wirklich weiter. Also ich meine, der Ku Klux Klan war vor 30 Jahren relevant oder so, wenn überhaupt. Ja, vor 70 Jahren eher, also um Gottes Willen. Und das ist, ich lese hier gerade. Der Klan bestand 1865 bis 1875 und 1915 bis 1944. Also auf jeden Fall so um 1900 rum. Ist erstmal arschlange her. Und auch das in Südstaaten der USA, also das ist jetzt hier wieder kein großes gesamtgesellschaftliches Phänomen gewesen. Ja, ja. Also das aber sind da auch wieder ist, nur... Es ist von Hollywood verfilmt worden. Ich kann mich da noch dunkel an so einen Film aus meiner Jugend erinnern, wo es darum ging. Aha. Aber keine Ahnung, wie das hieß. Ich fand es damals schon irgendwie komisch, dass da so ein paar Kreuze brennen und das war es dann halt. Also mehr war bei dem Film letzten Endes nicht. Ja, ja. Ja, pff. So, ich musste mich hier die ganze Zeit erinnert fühlen, dass irgend so eine scheiß Sitcom war das mal, die ich mal gesehen habe, wo so ein Ausschnitt war, wo auch so ein Mädel genau solche Talking Points bringt die ganze Zeit und irgendwann sagt der Vater sinngemäß, also der schwarze Vater, halt die Schnauze. Wenn das nicht gewesen wäre, würdest du immer noch da im Busch sein. Ja, ist klar, ist klar. Ja, das ist das Nächste. Also, wenn es den Handel ergeben hätte, dann wären die halt in Afrika in irgendwelchen Leben üben. Ja. Also, wir müssen es einfach mal so sagen. Ich mache mal hier weiter. Der Punkt interessiert mich noch, was die hier gesagt haben. Carpenters, Masons, Blacksmiths, Musicians, Inventors, build cities from Jamestown to New Orleans to Bed. Ja, also, die waren Erfinder und Musiker. Also, wisst ihr, wie... die die krassen schwarzen Leistungen rausstellen. Das wird jetzt so ein, warte mal. Ja. Das wird jetzt hier so ein, ist gerade so ein Video, wie letztens dieses hier, der Islam hat eigentlich alles erfunden. Ja, und so hier sagen, Art. Und hier sagen sie, ja, die Schwarzen haben eigentlich schon die Elektrizität erfunden und dies und das und tralala. Ja. Genau, mit der Glühbirne zum Beispiel. Ist lustig, dass du es ansprichst, da haben wir dann auch noch einen Clip zu. Ach nein. Ja, da haben wir nämlich auch noch einen Clip zu, dass, natürlich nicht Thomas Edison die Glühbirne erfunden hat, sondern jemand anderes. Kannst du das auch richtig, kannst du es dann auch richtig schön debunken? So aus dem, also ich weiß, dass ich mal ein Video dazu angeschaut habe. Das ist tatsächlich leicht zu debunken, also ich kann das sogar jetzt aus dem FF machen. Der hat einfach nur, der hat nicht die Glühbirne an sich erfunden, er hat die verbessert. Also er hat halt einen neuen Draht oder so dafür erfunden, glaube ich. Also es wurde ja dann lange Jahre der Wolframdraht benutzt. Ich meine, dass dieser Draht auf den Schwarzen zurückgeht. Aber so das Konzept der Glühbirne an sich, weißt du, dass du so einen Draht hast und der wird per Strom zum Leuchten gebracht und darum ist so ein Glas und so, das hat er nicht erfunden. Das ist halt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad, das finde ich übelst spannend, gut, jetzt schweife ich ein bisschen ab, als Thema Fahrrad, da gab es ja tausend
tausend Stationen wie so ein Fahrrad erfunden wurde, wisst ihr? Erstmal war das nur so zwei Räder nebeneinander auf einem Gestell, dann hat einer eine Kette erfunden. So ein Laufrad, der nächste, genau, dann hat der nächste erfunden eine Gangschaltung und all solche Sachen. Und er ist halt jetzt auf dem Level gewesen, zum Beispiel Gangschaltung oder so. Es ist ein Teil von der Glühbirnerfindung, aber es ist nicht die Glühbirne an sich. Genau, und das war bei diesem Black Inventions Video genau der Faden, der sich da durchzog. Also da war, glaube ich, irgendwie, ja, keine Ahnung, das Bügeleisen oder die Waschmaschine oder das Bügelbrett. Und dann war das immer so ein, wie du schon sagst, so eine Verbesserung oder es war so eine wirre Konzeptskizze, die alles hätte sein können oder auch nichts, die nie patentiert lassen wurde und ja. Ja, ja. Cool. Ja, hier hast du auch die Schwarzen an dem Mount Rushmore, so. Das finde ich auch interessante Darstellung irgendwie. Hier auch wieder. Foto hat mich getriggert, ey. Ja, die Fotos, die realistischen, sind auch interessant gewählt. Also diese ganzen Rassismusproteste, weil das atmet halt alles so diese. Ja, Stop Killing Black People, alles so diese Black Lives Matter Geschichte. Also total. Ich fand's, also das muss ich dem Clip zugute halten, ich fand das tatsächlich sehr schön, wie er so zwischen den verschiedenen Medien hin und her gewechselt ist, zwischen diesem Comic, dann diese alte Schwarz-Weiß-Fotografien da oder halt diesen realistischen Fotos-Videos, sage ich jetzt mal, bin mir gerade nicht sicher, ob da ein Bewegtbild dabei war. Das hat's natürlich würzig gemacht, den Clip, ja, jetzt mal vom Inhalt abgesehen, aber so von der Präsentation. Das war schon nicht verkehrt. Das machen die ja bei SpongeBob manchmal. Genau. Jetzt haben wir hier noch den Juneteenth. Das ist ja, naja, das ist jetzt keine neue Erfindung, aber auch da kurz dazu vielleicht. Der Juneteenth, das ist eine Art Feiertag, also für, dass die Schwarzen aus der Sklaverei befreit wurden. Sagst du es nochmal? Es ist eine Art Feiertag. Nee, wie heißt der Tag? Juneteenth, das ist es nicht bei dir gerade zu sehen? Ja, ja. Achso, genau. Ich habe immer tief verstanden, also Zahn, das war so, hä? Nee, ja, okay. Meine Aussprache ist nicht so der Hit in Englisch, ich weiß. Was ist da los? So, und genau, das ist ein Kofferwort aus June, also Juni und 19th, also der 19., weil es wird halt am 19. Juni begangen. Und ja, was halt auch interessant ist hier, der ist seit 17. Juni 2021 in USA Feiertag. Bundesweit, also in allen Staaten. Die haben das halt nach diesen George Floyd-Protesten, das war Mitte 2020, wir erinnern uns, wo der George Floyd gestorben ist durch Polizeigewalt oder Drogen. Ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist er gestorben, ja. Wir wollen doch nicht demonetarisiert werden. Ja, genau. Da gab es ja den Sommer der Liebe. Achso, warte, ich muss es einfach sagen, weil es zu lustig ist. Weißt du eigentlich, der George Floyd, der wurde doch verknackt oder der wurde doch von der Polizei aufgegabelt, weil er mit Falschgeld bezahlt hat. Weißt du noch, ne? Ja. Weißt du, was er sich kaufen wollte in dem Supermarkt? Das ist kein Scherz. Weißt du das? Fentanyl? Nee, eine Banane. Es ist kein Scherz. Es ist wirklich kein Scherz. Es tut mir leid. Woher wissen die das? Ich habe das mal auch in einem anderen Podcast gehört. Okay. immerhin keine Wassermelone, sonst wären hier Stereotype bedient worden. Ja, es war eine Banane. Ja, jedenfalls, genau. Juneteenth ist jetzt ein Feiertag seit Juni. Das fand ich immer interessant. Naja, aber du ganz ehrlich, also so ein Feiertag, wenn das jetzt nicht bloß für Schwarze ein Feiertag ist, sondern für alle, nee, dann. Ist okay, ne? Nee, sei gegönnt. Ich habe da jetzt auch nicht mal sowas dagegen, weil ich finde das tatsächlich sinnvoll. Also ich habe ja schon gemeint, dass ich das mit dem Sklaverei-Ding tatsächlich sehr befremdlich finde in der US-Geschichte. Also nicht so wie hier in scheiß Deutschland, wo in fucking Berlin Weltfrauentag ein Feiertag ist und du musst hier mal lochen gehen. Ja, also die sind. Ach so, weil es nur Berlin ist. Ja, ja. Die sind hier schon ein bisschen mehr am Equality spreaden. Ja. Gut, ja, das war der Clip. Jetzt haben wir warum hat denn der eine Schwarze da in der Mitte? Geh mal zurück. Ja, warte. Ja. Ah, warte. Nee, da muss ich Play machen. Der will gerade nicht so richtig rumfliegen. Hier, der ja. Warum hat er. mit dem Taschentuch in der Nase. Ja, als hätte er so Nasenbluten. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie ein Ding von dem Charakter ist, dass er das.
also dass er das tragen muss, weil er immer Nasenbluten hat, ob das irgendwie lustig sein soll oder ob das vielleicht so eine Art Nelly-Ding ist. Erinnerst du dich noch an Nelly, den Rapper? Der hatte immer ein Pflaster auf der Wange. Hatte natürlich doch keine Wunde, aber der hatte immer ein Pflaster auf der Wange. Also, warte mal, jetzt haben sich zwei Fragen aufgetan. Also erstmal, ist das eine richtige Serie oder ist das ein Clip? Also so das ist eine richtige Serie. Das ist, okay. Das ist ja das Krasse. Das ist aus der Disney Plus Serie The Proud Family. Louder and Prouder. Also die Prouds hieß das früher. Ich sag früher, weil das ist ein Remake von einer Serie, die es schon so 2001 oder 2004 oder so gab, die Prouds. Und da haben sie halt jetzt ein neues Remake dazu gemacht. Das kam jetzt erst vor eben 2 Jahren raus. Alter, bei dem Namen, ja, ich sehe es gerade. Ich bin ein bisschen blind Louder heute. And Prouder. Genau. Ja. Die Prouds, genau, das war von 2001 bis 2005 und ja, jetzt gibt es halt die Prouds Louder and Prouder noch. Ich hätte jetzt gedacht, das ist so eine Anspielung auf diese ganzen Mangas. Da gab es immer so den alten Perversen, der, wenn er irgendwie ein bisschen Arsch und Titten gesehen hat, hat er so Nasenbluten gekriegt und hat sich dann so Taschentücher reingesteckt. Ja, nee. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich kann euch sagen, diese Serie ist Matt. Ich habe dann, das machen wir mal beim nächsten Mal. Das schaffen wir heute nicht mehr. Ich habe dann da nochmal so einen kleinen Handlungsstrang aus der Serie mir rausgenommen. Den können wir dann auch nochmal sezieren. Also die Serie ist feinstes Match für uns. Wie lang gehen denn die Folgen hier? Tun sich ja Anschlussaufträge auf. So 20 Minuten. Aber ja, die Folgen können wir hier wirklich nicht schauen. Ich meine, Disney ist da knallhart mit dem Copyright. Ach so? Also Disney ist so krass von allen. Von allen die krassesten wahrscheinlich. Mhm. So, wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Dann, ich würde sagen, eins schaffen wir noch. Ja. Bist du bereit fürs nächste oder willst du hier noch was dazu sagen? Ich wollte noch so ein lauteres Crowder-Witz bringen, aber eigentlich ist es egal. Ja. Mach ruhig weiter. Okay, gut, dann mache ich mal das nächste. Halt dich fest, es geht nochmal richtig ab. So. Oh Gott, okay. Hey Gonzo, you okay? Not exactly. I really wish I could wear one of those princess dresses to the ball. Well, I hate to see a good pal feeling bad. So tell you what, I am gonna grant your wish. Because I am your very rat father! Leaping Leverwurst! I didn't know you were a fairy rat father. Well, you never asked. Anyway, I'm gonna make sure you have the perfect dress to wear to the ball. But the girl said I'm not supposed to wear a dress. I don't want everyone to be upset with me. Well, if it makes you feel better, I can make your outfit so amazing, they won't even know it's you. You mean it? All right then, let's do it! You got it. Bippity boppity booba! So eine Sailor Moon Transformation. Have you ever seen such a splendorific dress? And get a load of my glass sneakers! Thank you, Fairy Rat Father. This makes me so happy. But I'm not done yet. To get to the ball, you're gonna need some wheels. An egg? What you need that for? Bippity boppity boop! Whoa, a hard-boiled convertible? Now remember, you gotta skedaddle from the ball before cake o'clock. That's when the magic wears off and your fancy clothes will go back to normal. So get going already! Thank you, Fairy Rat Father. Royal Ball, here I come! Behold, Princess Summer! Our guests approacheth! Hey, Piggy! Hey, Summer! We knights are ready for the Royal Ball! Yay! High five! You don't give a princess a high five! The Royal Handbook says there's only one way to greet a princess. Vu must bow, and then we will curtsy. Wie er so eine bayerische Tracht anhat. Ja, ja, okay. Ganz süß eigentlich. Please, follow us inside. So, jetzt kommt hier Gonzo. To begin the evening, we shall... Hello, everyone. Oh, look, it's... a mysterious new princess. I'm Princess Summer. What's your name? You can call me Gonzarella. Hello, Gonzarella. Well, we're happy to have you, Gonzarella. And your dress is simply fabulous. Let's all greet each other with a princess curtsy. Sure.
Curtsy! Wow. I've never seen a curtsy quite like that before. It was very different. Oh, well, that's how we curtsy in my kingdom of, Cluckatonia. Where? Cluckatonia, land of a thousand chickens. Ja, gut, das war Gonzorella aus den Muppet-Babys, also auch für eine offensichtlich ganz junge Zielgruppe. Ja, vielleicht für die, die uns hören und nicht sehen. Was haben wir gesehen? Ja, also es geht am Anfang um, also Muppets Babys erstmal, um das aufzuklären, das sind halt diese Muppets-Figuren aus der Sesamstraße, wie man sie so kennt, nur halt als Babys, also als sehr junge, vielleicht sind die so 2, 3, also irgendwie Vorschulkinder, so sind die dargestellt, als ganz kurze Figuren mit großen Köpfen. So, und der, am Anfang ist er so traurig, der Gonzo, weil er will doch so gern eine Prinzessin sein, aber die anderen lassen ihn nicht, weil sie sagen, er kann keine Prinzessin sein. Und dann kommt hier Rizzo die Ratte als gute Fee vorbei, wie in dem Cinderella-Film. Was auch schon sehr paradox ist. Ja, ja, aber das fand ich tatsächlich ja noch irgendwo lustig. Also Rizzo habe ich schon immer gemocht. Ja, genau, und dann wird Gonzo verzaubert und ist dann halt in so einem Prinzessin-Kleid da. Also harte Julian ist eine Meerjungfrau, weibst du da einfach. Ja, und er hat dann so diese blaue Kleider und die Maske auf und die langen Handschuhe und Glasschuhe. Also ja, alles sehr feminin und eine Halskette trägt auch. Ja, und dann fährt er mit dem Auto, das sehen wir jetzt hier. Mit dem wunderschönen Phallus-Symbol auf der Motorhaube. Ach so, warte, das können wir nochmal. Achso, dieses Huhn, ja. Okay. Genau, und dann fährt er ins Schloss. Und was ich da jetzt auch interessant finde, dass er, also, sie haben ja hier erstmal noch so diese geschlechtsspezifische Begrüßung aufgemacht. Also das fand Jungs, ich auch interessant, ja. Genau, die Jungs auf der Seite links in blau tun den Mädchen in rosa auf der Seite unterlegt. Also die Jungs verbeugen sich und die Mädchen machen dann so einen Knicks, ja. Die Prinzessinnen. Genau, und dann kommt halt der Gonzorella rein, also Gonzo, der Typ und scheiß drauf, ja. Genau, und ja, wird halt auch gleich so als Prinzessin wahrgenommen natürlich. Also, es ist eine Prinzessin aus einem unbekannten Land. Eine mysteriöse Prinzessin, ja. Eine mysteriöse Prinzessin und wir machen jetzt hier einen Knicks und ja. Also ich gebe zu, ich fand das jetzt, den Clip an sich jetzt gar nicht so schlimm. Ich sage jetzt mal, die Zielgruppe sind so 2, 3, 4, 5-Jährige so die Ecke. In dem Alter stellt man sich halt mal ganz kurz die Frage, wie es mal ist, so ein Mädel zu sein, und dann ist es so wieder gut. In aller Regel, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, also wenn die Episode jetzt so ausgeht, dass der Gonzo heißt er, sagt, ja. Ja, das war jetzt mal ganz lustig, aber jetzt spiele ich wieder Bagger, dann wäre das für mich völlig okay. Wenn er jetzt natürlich sagt, Mensch, das mache ich jetzt dauerhaft. Ja, da muss ich dazu sagen, es gibt hier noch ein paar zwei, den habe ich nicht in die Playlist getan. Auch gut, ist für uns auch gar nicht so interessant wahrscheinlich. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ja, ich sehe es ähnlich wie du tatsächlich. Also das ging halt so ein bisschen rum, das ist ganz aktuell der Clip hier, das ging so ein bisschen rum im US-amerikanischen Twitter. An sich, so der Clip an sich, wenn ich den vor 20 Jahren gesehen hätte, hätte ich gesagt, ach, das ist ja ein unschuldiger Clip. So. Das Problem ist, es ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass das gerade jetzt kommt. Also ich vermute schon, dass uns die Autoren hier irgendwas sagen wollen, so durch die Blume. So, ja, ja, liebe Jungs, ihr könnt auch Kleider tragen, wenn ihr wollt. Das ist okay. Ihr könnt auch Mädchen sein. Und das ist wieder Teil dieser Verwirrung. Also ich glaube nicht so ganz daran, dass sie das hier einfach unschuldig meinen. Obwohl ich gebe dem da mal, jetzt fällt mir wieder nur das englische Wort ein, Benefit of a Doubt. Also so wie du, in Zweifel für den Angeklagten. Genau, das ist eine gute Übersetzung. Dubio pro reo, also wir wissen es, wir können es nicht beweisen. Ja. Wir müssen es halt wirklich mal durchschauen, wie die Episode dann ausgeht. Also gerade weil, für meine Begriffe, ist Amerika da immer sehr überbrüte unterwegs und malt dann schnell den Teufel an die Wand. Also da, ja. Also verglichen mit den anderen beiden Spots ist das jetzt hier wirklich harmlos, tatsächlich. Bin ich tatsächlich sogar bei dir. Aber es ist nur nochmal ein Beispiel, wie solche Themen den Kindern näher gebracht werden. Aber sind denn die heutigen Kinderserien alle so 3D animiert oder gibt es auch noch klassische Serien? Naja, guck, diese andere Sendung hier, Powder, die Powder Family, die war ja noch gute 2D-Animation.
Aber tatsächlich ist es mir so ein Begriff, ja, dass diese 3D-Animation tatsächlich öfter da ist. Also ja, das ist wahrscheinlich billiger, ne? Es ist tatsächlich billiger, genau, weil du tust halt in den 3D-Programmen dann diese Figuren zu animieren. Ich denke, das ist billiger als diese Zeichnung letztlich neu zu machen. Ja. Aber gut, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Auch da wieder die Zuschauer können es uns gerne schreiben. Ja, dann können wir gerne noch einen nächsten Clip machen. Ja, gerne. Der ist auch wieder gar nicht so spektakulär. Ist einfach mal ein Beispiel so für das, aber was so Kinder so sehen aktuell. Mhm. So, und zwar, das ist aus dem Buzz Lightyear-Film, aus dem neuen, der kam ja jetzt, was dieses Jahr? Oder Ende letzten Jahres kam der raus und das, kurz zur Erklärung, das ist, naja, so ein bisschen wie ein Prequel zum Toy Story-Film. Da gibt's ja den Buzz Lightyear, diesen Raumfahrer, würde ich sagen, den Astronaut. Jetzt genau. Fiel mir das Wort nicht ein. Und das ist quasi so ein bisschen seine Vorgeschichte. Also wie das Spielzeug entstanden ist auf Basis dieser echten Heldenfigur, was leider. So, aber scheißegal, wir schauen uns das kurz an. Das ist ein ganz kurzer Clip. Warte. Das heißt, lass mich raten. Also ich habe Toy Story jetzt nie so wirklich geschaut, aber ich weiß ja, dass der Buzz Lightyear ist weiß. Ja. Lass mich raten, das Original ist schwarz. Nein. Ah, okay. Ganz anders. Verdammt. Wir schauen uns das mal kurz an. I got engaged. Oh wow, that's great. What's her name? Kiko. She's one of the science crew. You got engaged to someone you just met? Buzz. I met her 3 years ago. Oh, right. Right. Das war's auch schon. Auch da, das ist jetzt eigentlich kein großer Aufreger, aber ich hatte es ja letztens mal erwähnt, also wir hatten letztes Mal über dieses Disney-Panel gesprochen, wo die gemeint haben, ja explizit, ja, wir versuchen jetzt in jedem Disney-Film mindestens einmal oder eine Figur einzubauen, die irgendwie queer ist, weißt du? Und das ist halt jetzt der Auftritt von dieser Figur. Da hast du ja auch wieder für die Hörer, die uns nur hören, du hast ja diese schwarze Frau, das ist die Kollegin von Buzz Lightyear und die erzählt, dass sie sich verlobt hat. Ja, und dann wird die Tür geöffnet und ja, ist halt mit der Frau verlobt. Und die haben natürlich auch ein schwarzes Kind. Natürlich so, schon ein Kind, ja. Wie auch immer das gezeugt, funktioniert hat bei denen. Ja, das ist halt Science Fiction. Jeder hat eine Körperhälfte ausgebrütet. Ja, ganz klar. Genau, und dann hast du nochmal so zwei andere Clips über die Zeit hinweg. Also ich habe da mal kurz gegoogelt, das ist wohl hier so ein bisschen Interstellar-mäßig, dass wenn die draußen im Weltraum sind, vergeht die Zeit irgendwie auf der Erde schneller quasi. Hm. Und wenn sie zurückkommen, sind die alle gealtert und ja, dann kommen sie halt hier zurück und das Kind ist schon erwachsen und so weiter. Irgendwie so, keine Ahnung. Also ich fand es ja super lustig hier am Anfang. Du hast dich mit jemandem verlobt, den du nur 3 Tage kennst, wie kannst du nur? Da hat er so ein richtiges wütende Gesicht. Ja, ja. Und dem ganzen Rest des Clips war so, ja, das ist doch gar kein Problem. Ja, nee, gar kein Problem. Ja, I met kein her Problem. Sie sagte dann, Buzz, I met her 3 years ago. Also schon vor 3 Jahren hat sie die kennengelernt. Ja, ja, klar, aber davor hat er so dieses ernste Gesicht so hier, wie du kennst sie erst seit kurzem. Ja, ich verstehe. Können wir kurz auf Play drücken hier? Ja, warte, machen wir mal ab hier. Buzz. So. Warte. You got engaged to someone you just met? Buzz. I met her 3 years ago. Ja, das war dieses Gesicht so. Und jetzt ist alles einfach nur okay. Ja, klar, alles cool, Leute. Ja, er lächelt auch so schön. Er lächelt jedes Mal so. Ja, ist jedes Mal. Ja, genau, das ist auch gut, dass du das sagst. So dieses Nudging noch dahin. Ja, guck mal, das findet der cool und so, alles toll. Also, auch da wieder, es ist jetzt kein Riesenaufreger für mich. Ich meine, ich kann es, ja, zur Repräsentation hat durchaus so eine gewisse Berechtigung vielleicht. Aber ja, klar, es ist halt Teil dieser Politik. Das sollte einfach nur ein Beispiel sein. Wenn man was aus diesen 4 Clips mitnehmen kann, auf jeden Fall, dass die Dosis verschieden gestreut wird. Ja, unbedingt, genau. Manche übertreiben es halt, zum Beispiel auf Netflix, diese mit dem Bison, das war richtig krass. Oder die Powder Family, also da geht die ganze Sendung quasi nur um solche Themen. Das war hart, ja. Black Lives Matter Themen. Ach, wirklich? Ich dachte, das ist so der Höhepunkt-Clip, aber... Nee, ich habe da noch, das machen wir dann in der zweiten Folge, das machen wir vielleicht gleich als erstes. Habe ich dann noch einen guten,
guten Handlungsstrang wird da so rausgezogen aus dieser Sendung. Heftig, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du sagst immer so gern das Wort Heuclip, dass man ja. aus so einem Heuclip so eine ganze Heulserie machen kann. Das ist doch ja, super klar, anstrengend. Klar. Und auch das so unbefriedigend. Ja. Also für ja, alle klar. Beteiligten. Ah, ich mach's jetzt hier wie unser Captain, mach einfach die Augen zu. Ja. Wollen wir noch eben machen? Was sagt denn die allmächtige ja, Uhr? Wir sind jetzt 5 vor einer Stunde. Der nächste Clip geht 2,5 Minuten. Das ist halt ein Lied. Wir könnten es auch vertagen. Nee, lass das mal beim nächsten Mal machen. Also ist okay, finde ich auch gut. Dann steigt man gleich in ein Lied ein. Genau, dass wir endlich mal unter der Stunde sind. Sonst machen wir das immer so, ja, kurz vor der Stunde. Naja, komm, lass mal eben machen. Bei jetzt 5, ja. Ja, genau, genau, das ist dann ärgerlich. Du hast ja recht. Da haben wir heute gar nicht so viel geschafft. 4 Clips nur und einer davon war jetzt sehr gut, der letzte. Aber so ist das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ist doch mal schön, wenn die Prognosen nicht so ganz stimmen mit, naja, also höchstens 1,5 Folgen. Vielleicht 2, wenn wir es strecken. Ja, es ist ja mehr Content, Inhalt für euch. Ja, genau. Und kostenloses Entertainment darf man nie haten. Ihr wisst Bescheid. Genau, genau. Aber was man darf, das YouTube-Gebet sprechen. Richtig. Amen. Amen. Und in dem Sinne, ja, Tom, es war sehr lustig. Es war sehr kaltes Wasser, aber gerne wieder. Freut mich, gerne. Wir können dann gerne noch eine Folge machen und Zuschauer schreibt uns gern, wie euch es gefallen hat oder ob ihr Vorschläge habt natürlich. Das wäre mega geil, wenn euch noch coole Vorschläge einfallen von Kinderserien oder so. Mit linker Propaganda. Ah gut, dann würde ich sagen, schließe ich die Tür hinter uns, oder? Ja, bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss.